Es ist die Forschung, die Marinomed treibt. Die Umsetzung der Forschung in wirksame Medikamente ist unsere Mission. Marinomed ist jetzt seit 2 Jahren an der Wiener Börse. Wir wurden 2006 gegründet als Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Und wir forschen und entwickeln im Bereich Atemwegserkrankungen, basierend auf unseren beiden Technologieplattformen, einerseits der Karagellose mit antiviralen Wirksamkeit und andererseits der Marinosolv-Plattform, einer breiten, schönen Lösung, um pharmazeutische Wirkstoffe löslich zu machen. Marinomed hat sich in den letzten 2 Jahren sehr dynamisch entwickelt. Der Börsengang als Turbo mit dem eingeworbenen Kapital, die erfolgreiche klinische Studie, unsere erfolgreiche Phase-3-Studie für unser Leitprodukt der Marinosolv-Plattform und natürlich jetzt die Pandemie, die unsere Karagellose-Plattform ganz an die vorderste Front gebracht hat im Kampf gegen dieses Coronavirus. Also sehr, sehr spannende Zeit für das Unternehmen und eine Zeit des Wachstums für das Unternehmen. Es geht darum, Medikamente zu entwickeln, die den Menschen helfen. Das tun wir einerseits mit unserer Karagellose-Plattform, wo wir schon Produkte in über 40 Ländern auf dem Markt haben, und andererseits mit unserer Marinosolv-Plattform, wo wir bereits erfolgreiche klinische Daten haben, aber es jetzt darum geht, das entwickelte Medikament auch in die Vermarktung zu bringen. Marinomed investiert jeden Euro, den es verdient, in Forschung und Entwicklung. Diese Forschung und Entwicklung bringt Innovation, und die Innovation ist die Zukunft des Unternehmens.